Es ist eine schicke Sache. Ne? Man kann ja sehr, sehr viel gucken, aber ploppt so viel Gemüse dabei rum. Da muss man dann immer drüber laufen. Ansonsten liegen da irgendwann über 1000 Items und ist ja auch doof. Damit macht es dann auch keinen Spaß mehr. Ne, eben. Weißt du, dann hast du einen Magneten an oder fliegt die ganze Scheiße in die Fresse, ey. Ja gut, das passiert trotzdem noch auf dem Farmland, aber nicht mehr so exzessiv, ne? Ja, genau, ja, auf dem Farmland sind das dann so, mein Gott, was passiert denn hier heute? Da wird ein Schwein am offenen Herzen operiert oder so. Ja, beim Farmblock ist es so, dass die fliegt immer mal eins oder zweimal so entgegen, ne? Aber beim Harvester fliegt der direkt zack, zackweise wieder irgendein Zeug entgegen. Weil die da irgendwo rumliegen. Naja, da könnte man natürlich jetzt theoretisch eine engine-getriebene Obsidian-Pipe dran nebenstellen und dass der das dann quasi stackweise aufsaugt. Das geht natürlich. Ja. Ist ja, ist natürlich dann aber. Ah, ja, Warum kompliziert machen, ne? was Besseres zu tun, als eine Combustion Engine daneben zu knallen, damit der Obsidian-Pipe alles aufsaugen kann, nur weil der Harvester es nicht geschissen kriegt, alles abzubauen. Genau. Ja, muss man mal so sagen. Deswegen ist der Farmblock sehr, sehr cool. Der Nachteil am Farmblock ist einfach, dass der langsamer abbaut. So, ist ja kein Thema. Da macht es halt die Masse. Dann bauen wir halt mehr Farmblocks. So, und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Force Engine auch nicht aufhört zu arbeiten. Ja, das ist richtig. Ich habe nur drei Eimer jetzt reingeschüttet, die wir hatten. Das war's. Das heißt, jetzt brauchen wir dringend einen Squeezer. Ach so, du hast das noch nicht. Ja, Bonze brauchen wir, ne? Bonze. Case, um Squeezer zu machen, glaub Bonze, Glas und Zahnrad oder so. Nee, da musste einfach nur. Ich glaube, was der Squeezer ist, mit Bronze oder mit Zinn? Eins von beiden. Nee, ich glaube mit Bonze Case und mit Zinn Wänden. Kann das? Ich mache jetzt erstmal Bronze. Ah, ich mach Kohle. Oh mein Gott, ist das mühselig. Beim anderen ist aber alles schon fast automatisiert. Oh Lastig. wei. Ja, oh wei. Oh, Heiland, ey. Ja, Heiland, Neuland, Altland. So, erstmal ein Sturdy Casing. So. Dann gucke ich mal, ob das hier mit dem Copper funktioniert. Glas brennt da, oh, oder ist schon gebrannt hier oben? Oder hast du Glas jetzt schon rausgeholt? Oh, ich hab Glas rausgeholt. Muss ich es hinlegen? Ja, genau. Warte. Ja, ich Ja, hab's. genau, hier drauf. Das ist Nee. Zentrifuge. Gut, Das dann brauchen wir Zinn. Und Zinn haben wir jetzt noch nicht so viel. Mal gucken. Ja, was war benutzen wir? Energiequelle. Ich sortiere nochmal, mal gucken. Wo ist denn hier der Zinn? Ach, wir brauchen das Ohr. Ja, Zinn haben wir, glaube ich, gar nichts mehr hier. Wir haben gar nichts mehr. Soll gar nicht sein. Ja, aber wo? Hast du auch schon geguckt? Ja. Ja, da ist so nix. Oh, Telefon, verdammt. Ich mach mal kurz Pause, ich bin gleich wieder da, ne? Also, was heißt Pause? Ich mach Aufnahmepause, bleib aber so stehen. Ah. Ja, da bin ich aber auch schon wieder. So, neu. Da bin ich dann doch schon wieder. Hat wieder aufgelegt. Ja, jetzt muss ich doch noch meine Axt da hinten reparieren. So. Ach, das geht nicht. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 13. So, das war's. Ja,
die Axt funktioniert wieder. Und der Steed, oh scheiße, der steht jetzt da rum. Ah, verdammt. Ich glaube, ich muss einmal wenigstens Tag machen. Ja, man ist es gewohnt wirklich vom anderen Server, dass der Tag bleibt. Also ich sag mal gerade, ja, Timeset 0, komm, ist jetzt egal. Einmal so, merkt keiner. Absolut niemand gemerkt. Ja, bis der John Steve wieder da ist, ist die Sonne sowieso fast wieder unten. Egal, was er jetzt macht. Wahrscheinlich irgendwie was zum Schnapulieren machen oder so. Ist er sowieso gerade erst aufgestanden. Also Frühstück. Frühstück. So. Zack, zack. Ah, jetzt habe ich ein bisschen zu tief gekloppt. Obwohl, das werden wir, glaube ich, sowieso querieren. Querieren. Rausquerieren. Ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen Begradigung. Weil alles, was auf dieser Höhe vom Quarry ist, wird nicht abgebaut, sondern wird einfach zerstört, ins Nirvana geschickt. Zack, 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 zack. Oh, wie das schön hier ruckelt. Unglaublich. Naja, das ist aber, wenn man den Server und die Aufnahme und den Client alles zeitgleich auf einem Rechner macht. Kann man mal passieren. So, ich gucke dann mal, ob das hier nicht auch umsonst rausschießt oder irgendwo an den Kisten vorbei. Oh, das ist schon recht viel. Recht viel, viel. Ah, hier ist ja noch immer Platz. Hier ist auch noch mal ein bisschen Platz. Tatsächlich mal durchsortieren. Und gucken, hier ist wahrscheinlich jetzt voll. Ach so, hier sind Kisten. Oh, jetzt bleibt er stehen. Oh nein, bitte nicht abkacken. Tut das nicht. Wenn er jetzt kackt, dann kackt er richtig. Oh, hauer, hauer, hauer. Dann müsste ich die Aufnahme doch tatsächlich erstmal abbrechen. Mal sehen, ob jetzt noch was kommt, ob er überhaupt noch aufnimmt. Hallo? Hallo? Ne, ich glaube, der ist jetzt abgekackt. Ich mache mal kurz Pause. So, ich glaube, der Server ist gerade abgegangen. Die abgegangen? Ja, gekackt. Ich schnupper mal, obwohl nein. Der Query läuft doch noch. Ach, du siehst noch alles. Ja, gut, dann ist das nur mein Client, der abgekackt ist. Help! Du kannst doch alles machen. Ja, ich sehe den Query. Kann man abbauen. Ja gut, dann muss ich jetzt meinen Client neu starten. Was? Mit einer Aufnahme? Ja, mein Client nur. Ja, was macht denn der hier? Ist ja krank. Moment. Unsere Force Engine läuft nur 30 Sekunden. Oh. Hast du Gem? Gems habe ich zurückgetan, hinten in die Kiste, die restlichen. Ja, die Gems, die sollten wir am besten aufbewahren. Für? Ja, für Liquid Force. Die kannst du zu Liquid Force machen, mein Freund. Ach so. Wir sollten am besten nicht zu Dingsbums gemacht werden. Zu Force Ingots, das ist eine Verschwendung. Kannst du besser, da machst du eher, also machst du später, die nimmst du da die Nuggets und machst das zu Force Gem. Zu Force Ingots. Ja genau, aber wie machst du denn die Gems flüssig? Ja, auch ein Squeezer, wo denn sonst? Ah, korrekt, weil ich hau da einfach das Holz rein, das geht auch. Ja, das geht auch. Aber guck mal hier, guck mal gucken. Ich kann jetzt, ist immer noch abgestürzt, das Ding. Also ich krieg in eine Force Engine, kann ich auch ein Force Gem reinklatschen. Es trägt Bucket drin. So. So, Zurich. Das Java läuft noch nicht mal mehr, was ist denn hier los? Ja, das kann sich so richtig abgeschossen haben. Da muss das Java auch beenden. Ich sehe das, ach so, warte. Toll, ich habe auf die Dienste geguckt, ich Assi. Also, wer ist das? Da ist eine Java-Echse abgekackt. Was? Die verbrauchen beide noch. Ja, aber welcher ist jetzt welcher? Dann würde ich beide schließen, oder ist deine Aufnahme auch auf einer Java-Basis? Nee, eigentlich nicht, aber der Server ist auf einer Java-Basis. Vorsicht. Oh, ekelhaft. Der würde sich mit abschießen. Mhm.
dann musst du, hast du Force Dings vom Set. Ach, dann. Ach, warte mal kurz, Moment. Ja, im schlimmsten Fall müssen wir den Zauber neu starten. Das dürfte das hier sein, das krieg ich jetzt. Gucken. Nee, das war das Falsche. Aber das andere hat sich jetzt doch da.